Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde vom Krankenwagen-Simulator. Meine Damen und Herren, da unten sehen wir schon ein neuer Notfall. Ich gehe einfach mal ins Telefon. Ja, hallo, Paluten am Apparat. Hm? Ein Organ? Als ob. Ich kriege ein neues Gehirn. Endlich holen Sie das Organ vom angegebenen Zielort ab. Jawohl, Herr Kapitän, Wachmeister, Chefarzt. Halten Sie sich bitte an die Verkehrsregeln. Ja, das ist ja kein Problem. Ich meine, ich bin ja Rettungsfahrer. Ich muss mich doch hier eigentlich gar nicht an irgendwas halten. Da vorne ist die Polizei. Oh, unangenehm. Dann blinke ich mal ein bisschen links. Entschuldigung, ich muss ein Organ abholen. Entschuldigung. Dankeschön. Hoffentlich ist das noch richtig saftig. Ich bekomme Strafpunkte? Habt ihr das gerade gesehen? Nur weil ich eine rote Ampel überfahren habe. Das ist doch... Oh, scheiße. Ich hätte ihn fast weggefahren. Oh, ich glaube, da vorne holen wir das Organ ab. Zack, Alter. Ich möchte auch kurz sagen, das Spiel ist schon ein bisschen älter, aber es ist wirklich das aktuellste Spiel, wo man einen Krankenwagen steuern kann. Abgesehen jetzt vom Flashing Lights, wo man... Aber das glaube ich, schon ein bisschen ausgereifter. Hole ich jetzt das Organ ab? Ach, mein Kollege geht jetzt erstmal raus. Ach nee, ich komme mit. Oder packen wir schön die frischen Organe rein, Alter, bringen wir direkt zum Metzger. A.k.a. Irgendein Arzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Bremsen an diesem Auto sind desolat. Was denn schon wieder rote Ampel? Vor allen Dingen hat mir bis dato noch niemand gesagt, wie ich hier locker flockig mal das Blaulicht anmachen kann. Ich meine, wenn ich Organe von A nach B fahre, dann muss das doch schnell passieren. Dann muss das Spiel mir doch sagen, Junge, mach an. Dann kann ich doch hier nicht an so einer blöden roten Ampel warten. Weil das Organ wird doch gammelig. Ach kommt, Leute, Alter. Was ist denn das für eine Stadt hier? Nur rote Ampeln. Ich drücke jetzt mal alles durch, Alter. Bis ich mal mein blödes Blaulicht anmachen kann. Jetzt habe ich Warnblinker angemacht. Jetzt habe ich den Motor ausgemacht. Ah, jetzt. Ja, aber irgendwie macht trotzdem niemand Platz. Der Typ da vorne steht mitten auf dem Zebrastreifen. Endlich ist grün, Junge. Ah, ich kann ja auch ein Tempomat anschalten. Ja, perfekt. Jetzt kann ich nur noch 40 km/h fahren. Oh Gott, Jungs. So, lass mich mal kurz hier durch. Jetzt fahr... Und dann... Ey! Du Assi! Ich versuche hier ein Organ von A nach B zu bringen. Hey Willi, na? Wie geht's dir so? Setz dich doch mal richtig hin. Du lehnst dich ja gar nicht so richtig an deinen Sitz an. Musst du auf Toilette? Du siehst so verkrampft aus. Ja, ich weiß. Ist ein scheiß Job momentan. Ich verstehe das auch nicht, dass wir das Blaulicht nicht benutzen dürfen. Dafür bekomme ich sogar Punktabzug. Auf der linken Seite müsste jetzt das Krankenhaus sein. Hier da vorne. Und wo parke ich ein? Wo ist hier so ein blauer Pinöpel? Junge, das Organ schmeiße ich da vorne in die Post. Ah, da hinten wahrscheinlich. Jawohl. Oh Gott, war das... Nein. Sie rennt einfach durch mich durch. Ich dachte, ich hätte gerade... Oh, irgendjemanden überfahren. Jawohl. Und bestätigen. Motor aus. Und Organ, weggy, schleggy, schön ab weg. Jawohl, da steigen wir wieder aus. Und da wartet der Doktor schon. Perfekt. Wir haben es geschafft. Junge, ich bin der beste Rettungsnotarzt-Typ der Welt. Fahren Sie zurück zur Rettungswache. Jawohl. Und jetzt wieder ab nach Hause. Mann, diese roten Ampeln. Die zwingen mich ja fast schon ans Handy zu gehen. Bisschen hier auf Twitter, Instagram, alles astrein. Tipptopp. Wir müssen uns ein Rennen liefern mit dem Typen hier rechts. Wenn grün ist, müssen wir sofort Gas geben und rechts abbiegen. Das schaffen wir. Scheiße, wir haben es verkackt, Willi. Wir haben das Rennen verloren. Ach, Mann. Oh, scheiße. Das habt ihr nicht gesehen. Alter, der Bremsweg war aber ein bisschen lang gerade. Ist aber auch in dieser Stadt, ist immer nur rot. Immer. An jeder freaking Ampel. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ohne Witz. Was ist mit diesem Spiel los? Halleluja, ein Kreisverkehr. Das ist doch mal eine gute Erfindung. Und natürlich wieder rot. Die nächste Ampel. Schön ist das. Und die nächste natürlich auch wieder rot. Ich gehe jetzt wirklich auf Instagram. Ich gucke einfach, wer von den netten Leuten den Creator-Code Paluten eingegeben hat. Hier sehe ich doch direkt einen, Alter. Jonas BRM14. Der kriegt direkt ein Like, Alter. Dankeschön für deinen Support. Ist einfach, kann ich nur sagen, ist kostenlos und einfach super entstanden, mich so zu supporten. Grüße gehen raus, Alter. Ah, komm, mittelschwerer Unfall, das war doch nichts. Ach, Mann. Ich glaube, ich habe es gleich geschafft, Leute. Da hinten nur auf dem Parkplatz. Let's go. Jawohl, schön wieder zurück in die Rettungswache. Motor aus. Oh, jawohl. Fahrfehler, minus 150 Punkte. Ja, danke. Ein neuer Notfall. Da gehe ich natürlich direkt wieder an Apparat. Bei dieser Mission dürfen Sie Sonderrechte nutzen. Schalten Sie das Blaulicht B und mir hier mit O. Jawohl. Motor an und let's go. Wo muss ich denn überhaupt komplett hin? Ich hoffe mal, die Larrys weichen mir jetzt hier auch mal ein bisschen aus. Ja, okay, das ist nicht allzu weit weg.
Hier fahre ich jetzt gleich rechts und dann eigentlich fast nur noch geradeaus. So, let's go. Genau, fahrt hier mal schön ran. Ich darf jetzt auch über die roten Ampeln fahren. Und genau, und dann werden sie grün. Alles klar. So, vorsichtig. Ab in die 30er-Zone. Oh, das ist natürlich... Fahrt mal zur Seite. Hier, genau, fahrt mal schön ran. Oh, ist das schön. Das ist so geil. So macht es auch tatsächlich ein bisschen Spaß, ey. Dass die ganze Zeit anhalten. Das hat ohne Witz... Nur um wieder zurückzukommen, habe ich wahrscheinlich eine Viertelstunde gebraucht. So, komm, fahr zur Seite. Schön macht ihr das. So, da vorne ist der Patient. Zack, ran an den Laden. Und jetzt schön wird behandelt. Komm, Willi, wir steigen aus. Und dann wird jetzt mal schön ein Leben gerettet. Sie sind nun am Unfallort angekommen. Jetzt müssen Sie den Patienten behandeln. Dazu müssen Sie erst eine Stelle auswählen, an der Sie den Patienten behandeln möchten. Klicken Sie dazu auf den Button. Ja, ich gucke einmal Kopf. Patient, ich spreche Sie mal an. Hallo? Sie haben die erste Maßnahme erfolgreich ausgeführt. Wenn Sie Fehler machen, können Sie das hier sehen. Oh, der Bericht färbt sich rot. Ah, der Mann erzählte, wie er sich mit einer Gartenschere verletzt hat. Er hat eine etwas größere Wunde am rechten Arm. Die sollte gleich versorgt werden. Jawohl! Pflaster, Arm verbinden. Ne, ich würde sagen, wir verbinden den. Genau, Arm verbinden. Wenn er sich mit einer Gartenschere, dann reicht auf jeden Fall kein Pflaster, Junge. Perfekt. Ja, oh, Weltklasse, Junge. Weltklasse Arzt bin ich. So, was soll ich denn hier checken? Bodycheck, EKG. Nee, Junge, ich muss den nicht wiederbeleben. Jetzt nochmal Atemwege. Atemwege sichern. Nee, ich bin fertig. Schnittwunde wurde fachgerecht verbunden. Jetzt sollte geprüft werden, ob der Mann noch weitere Verletzungen hat. Okay, Bodycheck. Weitere Verletzungen hat er keine. Nun sollten Puls und Blutdruck überprüft werden. Okay, dazu Blutdruck und Puls messen. Ah ja, jetzt muss ich den Mann nochmal beruhigen. Was kann ich hier machen? Ah, hier sehe ich seinen Blutdruck. Wie geil ist das denn? Okay, psychische Betreuung. Der Patient ist jetzt beruhigt. Glückwunsch, Sie haben alles richtig gemacht. Yeah! Okay, Mann ist gut versorgt. Jetzt zurück zur Rettungswache. Weh, ich kann jetzt nicht das... Ich muss den... Das ist Notfall. Wenn ich jetzt wieder an der Ampel halten muss, dann fahre ich uns alle gegen Baum. Ah, Patient aufgenommen. Fahren Sie zur Rettungswache. Ja, sehr gut. Motor starten. Was? Nicht, wieso denn nicht erlaubt Blaulicht? Junge, das ist Notfall. Okay, glücklicherweise ist das nicht so weit. Ach so, den habe ich da liegen lassen. Ich dachte, den hätte ich hinten drinne. Oh, jetzt muss ich wieder an roten Ampeln halten. Oh. Willi, sag doch auch mal was. Nicht? Schicker Bart, Willi. Schicker Bart. Alter, wie lang hier auch rot ist. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie steht dieser Typ hier eigentlich auf der Kreuzung? Aber der Auftrag hat richtig Spaß gemacht. Ganz ehrlich, das war echt cool. Vor allem die Hinfahrt, die war echt klasse. Jawohl, da sind wir doch wieder. Home sweet home hier direkt bei unserer Rettungswache. So, lassen Sie mich mal kurz hier rechts rein. Danke. Und ein weiteres Mal haben wir den Tag gerettet. Zwei Leute schon. Hier einmal Organspende, dies, das. Und jetzt den Typen. Perfekt. Drücke Enter, um fortzufahren. Und es gibt direkt einen neuen Unfall. Notfall. Diese Mission findet in der Nacht statt. Deshalb sollten Sie... Ja, ich drücke L. Und dann drücke ich M. Ja, dann würde ich doch mal sagen, wie weit bist du weg? Ach, das geht ja. Das ist ja human. Da fahren wir doch direkt mal schön hin. So, Leute, verpisst euch bitte von der Straße. Du fährst doch da jetzt nicht von links rein, Junge. Was für ein Geisteskranker. So, schön hier. Oh Gott. Oh, da vorne ist schon direkt hier. Halligalli. Oh, ich kann nicht... Ich konnte nicht rechtzeitig bremsen, aber Rückwärtsgang einlegen. Zack. Und jetzt die Person da rausholen. Was ist wohl dieses Mal los, Willi? Was glaubst du? Bestimmt ein Herzinfarkt. Uiuiui, das sieht nicht gut aus. Im Park wurde eine orientierungslose Person aufgefunden. Finden Sie heraus, was in dieser Nacht geschah. Okay. Hallo, Patient einmal ansprechen. Der Mann ist bei Bewusstsein, hat jedoch die Orientierung etwas verloren. Seine Vitalwerte sollten zuerst geprüft werden. Okay, dann einmal hier, Arm, Schienen, Blutdruck. Ja, hier, Blutdruck und Puls messen. Ja, da gucken wir doch mal. Werte sind soweit in Ordnung. Blutzuckerspiegel sollte kontrolliert werden. Das ist kein Problem. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das mache. Aber, Blutzucker. Jawohl. Ist das viel, 40 Milligramm? Sein Blutzuckerspiegel ist niedrig. Ah, ich muss ihn jetzt einen intravenösen Zugang, Katheter lösen, legen. Sorry, Leute, ist noch ein bisschen früh. So, warte mal, hier, ja, ich schiebe ihm jetzt eine Nadel in den Arm. Der intravenöse Zugang für den Patienten wurde gelegt. Okay, ja, ich schieße ihm jetzt ein paar Medikamente da rein. Wahrscheinlich einfach ein bisschen, ne, Zucker. Ja, Glukose. Zack, rein mit dir. Dem Mann wurde Glukose verabreicht. Nun sollten Sie den Blutzuckerspiegel erneut... Ja, ich überprüfe.
Momentan, er war ja eben bei 40 Milligramm und jetzt ist er bei 80. Jawohl. Ja, ich beruhige jetzt nochmal den Patienten. Perfekt. Der Mann ist soweit stabil. Ja, wir müssen ihn ins Krankenhaus bringen. Das bedeutet Blaulicht. Let's go. Das ist nämlich ein Notfall. Ja, hallo? Hallo? Krankenhaus? Muss ich das zuklappen, bevor ich ins Krankenhaus kann? Ja, ich weiß. Ich drück doch hier auf den Krankenwagen, Alter. Ich glaube, das Spiel ist kaputt. Ich lade nochmal letzter Checkpoint. Wie, das geht nicht? Letzter Checkpoint. Ich kann auch nichts drücken. Mann, ich will das nicht neu... Ach, okay, dann mache ich neu starten. Bringt... Ich kann auch nicht neu starten drücken. Seht ihr das? Man hört sogar, wie ich das drücke. Aber es passiert nichts. Nein, das Spiel ist wahrscheinlich einfach kaputt. Oh. Aber nun gut, meine Damen und Herren. Das reicht ja für einen kleinen Einblick in den Rettungswagen-Simulator, meine Damen und Herren. Oder Krankenwagen-Simulator. Nennt es, wie ihr wollt. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.